Pautz! Oh, ich feiere das so, dass man die hier so wegdübelt. Moment, warte! Im Wasserfall kommt Mana-Energie. Siehst du das seltsame Loch da vorne? Ich wette, da drin ist Puck. Ich weiß zwar nicht, was sie meint, aber okay. Alter, was war das denn? Hab ich da gerade einen Zug überfahren oder was? Puck, den ich kenne, so einen Kleinwüchs aus dem Deadpool 2 Musical. Ich kenne noch einen Wuck. Aus in China essen sie Hunde. Ja, hier der Densen hier. Alter Nachmacher. Grüße gehen raus an den Densenito. Das ist das Loch, von dem die Fehl erzählt hat, oder? Wie kommen wir da hin? Was wirst du tun? Fee. Oh, stimmt, ich habe ganz vergessen, dass du nicht fliegen kannst. Ich glaube, ich kann die restliche Mana-Energie im Wasserfall nutzen, um dich dorthin zu bringen. Versuchen wir es mal. Wir haben es geschafft. Okay, jetzt aber Zombies am Start. WTF? Zerlegt. Stärke. Beefcake. Ich weiß gerade nicht, was du meinst, sorry, Dude. Neun Bonbons, okay, also hier können wir definitiv mehr Heal Stuff schleppen als ein Siegel auf Mana. So.
Tum-tum-tum. Du bist jetzt Mod. Du steckst fest. Kommt aufs Gleiche hinaus. Mit du bist Mod. Ja, was? Ja. Au. Pusteblase. Okay, also wenn das Vieh die Augen zu hat. Bäh. Das Viech die Augen zu hat, sollte man nicht sein Special zünden. Gut zu wissen. Alter. Alter, ich hab viel gerade ein Auge rausgeprügelt. An die Augen! Grüße geht raus an den Seppoloni von Lensquid zu Bird Rider. Diese Animation, ey! Nice! Was ist das? Luna! Hey, suchst du nach Puck? Das bin ich! Schön, dich kennenzulernen! Danke, dass du mich von diesem Monster befreit hast. Wer weiß, was ich ohne dich passiert wäre. Die Fee hat mir schon alles erzählt, als du gerade gekämpft hast. Telepathie ist was Feines, hm? Genau wie die Feen brauchen wir Elementare zum Leben Mana. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, damit das Mana auf der Welt bewahren können. Puck, wo ist der Lichtstein? Tief in den alten Brunnen, nicht weit von hier. Aber von hier aus kommt man da nicht hin. Er ist jedoch in Sicherheit. Zumindest vorerst. Der Stein ist so instabil, dass es scheint, als könnte der Benevodona jeden Moment befreit werden. Wir müssen den restlichen Elementare ins Boot holen und das Portal zum Heiligtum öffnen. Kräfte vom Lichtelementar Puck erhalten! Ne? Ein Riss? Vielleicht eine Abkürzung? Da wollte ich hin. Tag Froster, Zeit Nocturn. Ja, aber was sagt uns das jetzt mit dem Elemental? Oh, können wir hier irgendwas machen? Na okay, scheint, als könnten wir hier zumindest die Waffe von unserem Begleiter ändern. Damit, das wollte ich jetzt nicht. Ne. Ah, okay, mit Select kann ich permanent die Herrschaften wechseln. Okay, und es gibt wohl noch irgendeine Lagerfunktion. Okay. Duh. Mehr Ausdauer für die Gurke.
Ah, da geht's weiter. Hui. Oh, Batsch. Was machst du denn da? Danke, dass du die Höhlenbarriere entfernt hast. Jetzt hält es nicht mehr davon ab, Wendel anzugreifen. Hier ein Geschenk als Zeichen unseres Dankes. Nein. Ja, dann mal los. Was tue ich jetzt? Das hätte skippen können mit dem Seil. Oder kommen wir jetzt mit der Lady nach? Die dann unsere gurkigen Helden trifft. Der Mannerbaum verdorrt immer noch. Ein Held muss das Schwert nehmen und unsere Göttin erwecken. Fragen wir den Priester des Lichts um Rat. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Gehen wir! Ich kann nicht mehr. Wie meinst du das? Wir sind so nah dran. Ich schaff's mit meinen Kräften nicht in die andere Welt. Den Rest erlaubt ihr euch. Beeilt euch bitte. Wir können auch nicht mehr. Bitte geh ohne uns weiter. Finde unseren Helden und rette den Mana-Baum. Oh boy. Moment mal, wo... Ein HP. Das machen so irgendwie gerne faule Feen. Lass mich raus! Bist du jetzt mal still? Oh. Wer sagt mir wo? Das ist die Festung Judd und ich bin Celia. Sieht aus, als hätten die besten Männer dich auch geschnappt. Ich hab die Nase voll von denen. Ich werde hier nicht ewig rumhängen. Ich habe eine Idee. Also warte kurz. Ich hol uns raus. Auf zu quasseln, seid still! Oh nein, meine Güte, bitte helft mir her. Ich kriege diese Schnüre nicht auf. Ich muss mich umziehen. Bitte komm ein wenig näher. Wackel die gerade mit dem Arsch in Richtung Kamera? Ernsthaft? Ja, jawohl, gute Frau. Ey, du hast mich reingelegt. Also bitte, ist nicht meine Schuld, dass du drauf reingefallen bist. Tut mir leid, dass du warten musstest. Sollen wir gehen? Stehen wir nur nicht im Weg. Wir können das Schiff nehmen, aber das im Hafen liegt. Und hier verschwinden. Die Truppen der Bestienmänner sind während des Angriffs auf Wendel abgelenkt. Wir können das Schiff noch kriegen, ehe es in See sticht. Die Stadtbewohner haben darüber geredet. Bevor wir gehen, solltest du unbedingt an dieser Mana-Statue Halt machen. Schnell, heile deine Wunden. Tilia ist der Gruppe beigetreten. Woohoo!
Zombie-Modus. Ja, nice. Scheint immer noch Nacht zu haben, da wir uns verwandeln. Ich sollte endlich mal A benutzen zum Angreifen, dann treffe ich auch was. Oh, rette mich! Hab ich doch gerade? Meh. Schau mal, was Madame so kann. Sie wird nicht auch irgendwo zaubern können, wenn sie eine Zauberin ist? Beziehungsweise Magierin. Gut, vielleicht ist das ja ihre, keine Ahnung, nennen wir es Ulti. Die Sache mit dem A. Ein Kick. Schoki! Kaum sind die Ladies am Start, muss Schoki am Start sein. Hust, hust. Umgebolzt. Version wählen. Also. Ah, nice. Und es hat auch Multiplayer. Okay, in der Stadt ist auch Party im Gange. Oben wahrscheinlich nicht. Hat den Augen. So, dann waren das jetzt auch alle Gegner. XP wollte ich nämlich nicht unbedingt verzichten. Schnell an Bord, wir stechen in den See. Alle an Bord. Und wir heben ab. Moment, was? Pötter, 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 pup, pup. Wir haben zu viel Zeit vergeudet. Wir müssen nach Maya und die anderen Elementare finden. Ja, was ist das? Die Fee, sie ist aus dem Mana-Heiligtum. Sie hilft, das Portal zu öffnen, mit dem wir Elementare finden, die in der Nähe der Mana-Steine wohnen. Ah, dich hatte der Priester des Lichts gemeint. Seit ich mit ihm geredet habe, bin ich auf der Suche nach der Person, die von der Fee auserwählt wurde. Schön, dass es geklappt hat.
Du musst doch auch einen Grund für diese Reise haben, oder? Ich wusste einfach nicht, was ich sonst tun sollte. Sehe ich vielleicht nicht so aus, aber ich bin Thronerbin von Altenia, Prinzessin Celia. Da wimmelt es nur so von den Magiern, aber ich habe nie so ganz verstanden, wie das Zaubern funktioniert. Na toll. Wir haben den Loser abbekommen. Ich war eine Schande für die Krone, also wollte meine Mutter im Austausch für mein Leben verbotene Magie erlangen, um den Mana-Stein des Landes freizusetzen. Ich meine, wer macht denn sowas? Ich weiß nicht mal, wie ich entkommen bin. Plötzlich war ich außerhalb der Burg und stolperte durch die Schneefelder. In Alrand bin ich dann aufgewacht. Eine Wahrsagerin meinte, ich solle nach Wendel gehen, um Antworten zu halten. So bin ich hergekommen. Alter, sie mutti ne Bitch. Moment mal, du sagst, dass du die Prinzessin von Altenia? Dann bist du wohl in diesem verfluchten Zauberer befreundet, was? Dabei macht man keine Witze. Er hat sich mit meiner Mutter verschworen, um mein Leben gegen Magie zu tauschen. Ich hasse diesen Mistkerl. Oh, tut mir leid. Was stimmt eigentlich mit diesem Zauberer nicht? Eine ganze Menge. Vor Jahren konnte er keine Magie anwenden, genau wie ich. Unser Lehrer José war mit seiner Weisheit am Ende. Dann besaß er plötzlich eine ungeheure Kraft. Jetzt ist der Zauberer der obersten Berater der Königin. Er spricht mich nicht mal mit meinem königlichen Titel an. Oh, das macht mich fuchsteufelswild. Ein unglaublich mächtiger Zauberer? Tja, ich werde der beste Schwertkämpfer in Valsena sein. Dann hat er gegen mich keine Chance. Meine Mutter will das Mana-Schwert. Wenn ich es vorher erhalte, kann ich ihr zeigen, dass ich nicht machtlos bin. Nimm mich bitte mit. Gewiss, und je mehr Elemente wir treffen, desto mehr Magie kannst du lernen. Wirklich? Das ist perfekt. Nick, nick, nick. Ob wir hier auch einen Lufti kriegen? Freie Stadt Maya. Ich werde wohl eine Zeit lang nicht nach Jad zurückkehren. Das ist der Hafen von Maya. Halte den Kopf unten und die Augen offen, hörst du? Willkommen in der freien Stadt Maya. Vom Hafen aus fahren regelmäßig Schiffe zur Festung Jad. Begib dich von hier aus nach Westen und nimmt die goldene Straße, um in die Handelsstadt Beisa zu gelangen. Früher kamen viele Händler in unsere Stadt, aber auf den Straßen Wendel ist mittlerweile vor Monstern. Jetzt besucht uns kaum noch jemand. Hast du nicht gerade gehustet, Flash? Trotzdem danke. Jetzt hab ich nicht gesehen, was haben wir? Muttchen, so wie es aussieht, ne? Eingang zum Zwergenturm befindet sich in der Spaltsteinkluft. Da findet ihr die kleinen Leute. Du hast getestet und zu dir gehustet, wie sich gehört. Ah, okay. Danke, Mann. Ihr sucht an dem Mana-Stein. Ich schätze, seine Majestät, der Heldenkönig von Valsena, weiß etwas darüber. Der König ist ein großer Schwertkämpfer. Und der goldene Ritter tötete früher in aller Welt furchteinflößende Drachen. Als junger Bursche blickte ich immer zu ihm auf. Wir sind alle aus Jad entkommen. Aber von unserer Flucht habe ich Gerüchte gehört, wonach Priester des Lichtes sein Leben aufs Spiel gesetzt haben soll, um Wendel von einer Barriere zu umgeben und die Bestienmänner fernhält. Danach ist seine Eminenz schwer krank geworden. Er ist zusammengebrochen. Ein junger Priester aus Wendel namens Haidar
kann die tödliche Krankheit heilen, aber niemand weiß, wo er ist. Das könnte böse enden. Okay, das war anscheinend plotrelevant. Alter, ist das hier teuer? Freie Stadt Maya. Und diese freie Stadt, die ich meine, nennt sich Maya. Willkommen. Ein Bandana. Lederweste haben wir schon. Gute Frage, was das da unten ist. Waffen! Willkommen! Stahlklaue haben wir schon. Was passiert, wenn ich... Ah, doch, ich kann. Eisenschwert hat er schon 30-30. Stab hat sie auch schon. Alter, der Cohesion Steelbook von Link's Awakening sieht aus wie ein Gamer mit Original Title Screen. Boah, geil. Brutal. Ah, das Ding kostet wahrscheinlich ein Geld, da schlackerst du mit den Ohren, ne? Yep. Was bist du denn? Ja, hallo, ich bin von... Boyage, und ihr seid egal. Das ist kaum von Belang. Ihr müsst einfach mal eine neue Erfindung sehen. Wartet hinten auf mich. Okay. Ich bin die Schwester der von Familie von Soar. Mein Bruder sagt, er sei ein Alchemist. Eigentlich ist er nur ein Erfinder. Schließlich hat er noch nie etwas mit Metallen gemacht. Okay. Alter, ist er einer von den Kanonis? Wollt ihr wissen, was es ist? Oder? Wartet einfach. Von Maya aus gibt es nur einen einfachen Weg nach Valsena und der führt über die Brücke. Auf der anderen Route über die gefährliche goldene Straße und überall Monster, wie dem auch sei. Schaut euch das an. Die neue, dank meiner neuen Deluxe Superkanone könnt ihr die Stadt mit einem Schuss erreichen. Ich bin fast fertig. Was haltet ihr davon? Okay. Von Boyage. Okay. Wahrscheinlich müssen wir uns erst einmal 120 Artbook dabei. Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird mit dem eigenen Dungeon bauen in dem Teil. Eigentlich so das, was mich so am meisten interessiert. Au. Headshot. Wir haben doch einige Gegner, die aus Secret of Mana bekannt sind, reused.
You win. Fatality. Kann man die uploaden? Das wäre ja absolut sinnfrei, wenn du dir deinen eigenen Dungeon bauen würdest, oder? Und du den nicht mit deinen Freunden teilen kannst. Ich finde, was ich bis jetzt davon gesehen habe, sah es doch recht basic aus, was du da machen kannst. Wer hat jetzt den Level up? Ah. Ah, sie dann Int. Alle Kugel plus 1 erlernt. Okay. Wow, Alter. Das hat gut geklatscht. Ah, okay. You win. Fatality. Noch Gegner? Ach, da flattert noch was. Spaltsteinkluft. Kam mir aber in den PK vor. PK? Was meinst du mit PK? Das ist die Prinzessin. Mhm. Prinzessin Celia. Ihr wurde des Verrates angeklagt und von ihrer Majestät der wahren Königin zum Tode verurteilt. Was? Warum? Was habe ich getan? Was meint ihr da mir? Was meint ihr damit? Moment mal. Was soll das denn? Schweigt, ihr seid Feinde des Königreichs. Holt dieses magische Gerät. Wir setzen sie auf der Brücke fest. Nehmt das! Also. Alter. Minimal übertrieben hier die Robos. Alter. Das Gefühl, das zählt so zu den Gegnern, die man nicht besiegen darf, kann. Alter. Okay, doch, die muss man besiegen. Alter Verwalter, was war das denn jetzt auf einmal hier für Damage-Output im Gegensatz zum Rest? Wie wir ihn einfach mal umgenietet haben. What the hell?
Voll ja dabei einfach mal One-Shot. Okay. Alles klar. Ich geschafft, Ups, falsche Taste. Ich glaube, jetzt fängt so die Zeit an, wo man ein bisschen grinden gehen muss. Ja, aber es ist ein Beiser. Ist ja schon ein Beiser. Die Hintergill hat Informationen erhalten, wonach ein Magier aus Altea im Norden einen Angriff vorbereiten. Ihr könnt einer der Spione sein, sonst dürfen keine Fremden in die Stadt betreten. Geht. Okay, also bleibt uns wohl nichts übrig, als hier ein bisschen zu grinden, bis wir die Robos umzweckern können. Meh. Dartfile in your face Productions. Alter, really? Warum batschen die auf einmal so? Echt nicht mehr feierlich. Und nichts über eine wunderschöne Ballonkette von den Flattermäusen. Hat. Das ist eine Gurke. Ja, Grind Heavy, sag ich mal, kommt ja drauf an. Es gibt ja auch noch Breath of Fire zum Beispiel, was ja wirklich richtig übel Grind Heavy ist. Aber jetzt hier das normale Siegel auf Mana. Das ist ja jetzt nicht so Grind Heavy. So, das habe ich durchgespielt mit HP. Das ist lachhaft gewesen. Damit habe ich den Mana-Drachen besiegt. Hast halt nur Fässer gebraucht, dass einer überlebt hat, dass du alle wiederbeleben konntest. Gleich wieder da.
Tülü. Gin-Tag. Das Original Fantasy Star auf Mega Drive gespielt, das war übelst grindy. Das sagt man nur vom Namen her was. Okay, tagsüber scheinen noch ganz andere Monster da zu sein. Uhu, Strandidylle. Ich denke mal schon, dass das irgendwelche Anlegeplätze sind hier für Bötchen. Interessant, dass man hier die Lichtmagie als erstes bekommt. Gut, kann natürlich auch sein, dass das von dem Charakter her halt so ist. Also, dann gibt es eine Mother-Reihe, das ist für sie jedenfalls ähnlich gewesen. Ja, die Mother-Reihe ist zum Beispiel auch was, was so komplett an mir vorbeigegangen ist. Umschauen! Ah, hätte man mit der Lady machen sollen. Machen wir gleich nochmal mit der Lady. Eieiei. Boing! Essen dann schon muss ich mit 10 Level dann 3 Stunden gedauert. Yay! Okay, sie macht auch Saltos. Schon wieder keine Stärke erhöhen. Buh! Glück dürfen wir auch nicht erhöhen. Wollt ihr mich verarschen? Hey, Seppo! Grüß dich! Was verschlägt dich denn hierher?